Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview im Rahmen des Resilienz Online Kongress 2022. Mein Name ist Sebastian Mauritz. Bei mir Dr. Dr. Damir Del Monte. Damir, es ist mir eine große Freude, ein Vergnügen und eine Ehre, dass du hier zu meinem Lieblingsthema Resilienz aus der Sicht deines Lieblingsthemas der Hirnforschung mit mir und den Teilnehmenden Gedanken und Einsichten teilst. Ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo Sebastian, sehr, sehr gerne und ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe dich kennengelernt auf der Suche nach jemandem, wo ich über das Thema Neuroscience was lernen kann. Und da habe ich bei der Eilert Akademie den Grundlagenkurs zum Certified Practitioner of Applied Neuroscience gesehen. Das klang erstmal fantastisch, wo ich so dachte, der Name ist schon mal gut. Und dann mache ich das immer, dass ich mir Menschen erstmal angucke. So, das war jetzt bei dir sehr einfach, weil dein YouTube-Kanal, den wir auch unten drunter verlinken unter dem Video und auch in deinem Profil verlinkt haben, der sehr, sehr viel reichhaltiges Wissen aus verschiedensten Bereichen bietet. Und dann dachte ich, die ersten 6 Tage der Ausbildung, da gucke ich mir das auf jeden Fall an. Es war fantastisch, so viel kann ich nur sagen. Und ich freue mich über die weiteren Module. Es wird insgesamt 4 Aufbaumodule geben, glaube ich. Und ja, ich finde es einfach toll, was du da machst. Ich finde es schön, wie du das aufbereitest. Also deswegen vielen Dank, dass du da bist. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die lieben Worte. So, genau. Das war jetzt der Werbeblock, Genau. der sozusagen, ja, das ist ja wie im Fernsehen, ja, da kommt der Werbeblock vorne weg und dann geht es sozusagen mit dem Inhaltlichen los. Also ich freue mich sehr, dass du da bist. Was mir an dir sehr imponiert, ist der konsequente Übertrag von der Theorie in die Praxis. Was mir auch sehr imponiert, ist, dass du quasi auch dich immer wieder hinterfragst, im Sinne von, zeigen die neueren Studien das genauso, wie ich es bisher erzähle? Oder muss ich die mir sehr lieb gewonnenen Modelle, die ich sehr gut internalisiert habe, vielleicht doch nochmal verändern? Verwerfen und doch noch mal was Neues. Und da würde ich dich gerne einfach bitten, mal ein paar Worte zu dir zu sagen und vielleicht auch zu deiner Haltung der Wissenschaftlichkeit gegenüber. Und da freue ich mich sehr über deine Sicht, über deine Gedanken. Ja, erstmal vielen Dank, Sebastian, wie gesagt, für die Einladung. Ein tolles Forum, was ihr hier uns bereitet und sehr gerne spreche ich über mein Lieblingsthema. Meine Haltung, wenn man so zwischen den Welten wandert, also ich habe angefangen mit Psychologie, dann in der klinischen Psychologie, dann dort habe ich dann in der Traumaforschung promoviert, dann so für mich erkennend, dass ich das System Mensch nicht verstehen kann ohne die Körperlichkeit, ohne die Leiblichkeit. Und so dass dann für mich der Sog immer stärker wurde, auch die biologische Ebene zu verstehen. Und so dann die Medizin der nächste Schritt war. Und hier habe ich mich dann auf die Medizinwissenschaft spezialisiert, um dann endlich in den Bereich zu kommen, der so immer mein Jugendtraum war, die Hirnforschung. Und parallel habe ich aber auch mich als Therapeut ausbilden lassen, also Schwerpunkt Traumatherapie, Schmerztherapie. Und wenn man so ein Wanderer zwischen den Welten ist, dann man hat ehrlich gesagt Mühe manchmal, die ganzen Dinge zusammenzufügen. Du lernst viele Modelle in der Psychologie, dann in der psychotherapeutischen Ausbildung, dann in der Körpertherapie. Dann habe ich natürlich auch mich beschäftigt mit soziologischen Theorien. Dann kommt die Medizin. Dann hast du einen Körper, eine Biologie. Und dann hast du irgendeinen Menschen vor dir und fragst dich, um Gottes Willen, wie soll ich dich jetzt anschauen? Durch welche Brille? Mit welchem Filter? Und ich habe dann zum Glück bei meiner zweiten Promotion einen wundervollen Lehrer gehabt, den Günter Schiepeck. Ein Systemtheoretiker und Synergetiker. Und die Systemtheorie war dann so eine Theorie, wo ich so zumindest ganz viel von dem, was ich bis dahin so aufnehmen konnte, subsumieren so und unter einem Dach vereinen konnte. Aber zugleich blieb immer diese Grundskepsis in mir. Na, ist
Also jedes Modell war eben ein Modell. Und ich habe auch durch das Wandern, durch die vielen Modelle, immer wieder auch die Grenzen eines jeden Modells kennengelernt und erfahren. Und man könnte eigentlich meine Grundhaltung mit einem Satz von Nietzsche charakterisieren, nämlich: Wissenschaft ist der Mut, stetig unter den eigenen Füßen zu graben. Also niemals zu versuchen, sich Zement unter die Füße zu legen, um ja ein schönes Fundament zu haben, sondern Wissenschaft heißt einfach Unsicherheit aushalten und sogar sie suchen. Und das ist so im Prinzip mein Motto immer gewesen. Und vielleicht könnte man es auch als neurotische Macke bezeichnen, aber ich liebe es, wenn es unsicher wird, weil das heißt dann, da ist Dynamik, da gibt es was zu entdecken, da gibt es was Neues zu kombinieren, da gibt es eine Metaebene aufzusuchen. Und deshalb fühle ich mich eigentlich wohl, wenn es unsicher wird, was ja nicht unbedingt das Normale ist, glaube ich. Was dich aber natürlich sehr für Resilienz qualifiziert, weil sozusagen so auch die Unsicherheitsabsorptionsfähigkeit, gerade in VUCA-Welten, wie man das jetzt ja so schön hat, beziehungsweise BANI ist ja da das neue Akronym, was jetzt VUCA ablösen soll. Da geht es immer irgendwie auch um Unsicherheit und immer auch um die Art und Weise, wie unser Gehirn auf Unsicherheit reagiert. Yeah. So. Was mich sehr interessiert, du hast ein paar einführende Folien mitgebracht, die so in deine Welt, wie du die Hirnforschung oder wie du das Gehirn sozusagen erklärst, uns mitnimmst. Mein Vorschlag wäre, dass wir damit jetzt starten, um darauf dann unseren Dialog dann aufzubauen. Sehr gerne, sehr gerne. Dann würde ich meine Folien mal jetzt hochfahren. Super. Und ich hoffe, du und alle lieben Kollegen und Kolleginnen, die jetzt zuschauen, verzeihen mir, dass ich ein klein wenig Gas geben muss, weil es doch natürlich viel Stoff ist, wenn man auch nur eine kleine Idee vermitteln möchte. Von daher bitte ich also jetzt schon um Entschuldigung für das Tempo, aber es wird ja aufgezeichnet, von daher kann man das dann, wer mag, zumindest dann noch ein zweites Mal sich anschauen. Und so würde ich die Reise einfach beginnen mit vielleicht einem Resilienzfaktor persönlicher Art, nämlich das ist der Ort, an dem ich zur Welt kam. Ich komme und stamme von der kroatischen Küste und habe die ersten Lebensjahre dort verbracht. Und ich glaube, viele der Elemente, die ich heute als Resilienzfaktoren selber lehre, ja, derer wurde ich dort teilhaftig. Also das heißt, dort habe ich erfahren, was Körperlichkeit, Leiblichkeit, was Bewegung, Dynamik bedeutet, was die Sonne heißt. Und also ganz viele Elemente, von denen ich glaube, dass sie für die Entwicklung sehr bedeutsam sind, habe ich damals dort in meinen ersten Lebensjahren erfahren dürfen und zehre davon, glaube ich, heute noch. In der Forschung habe ich mich dann sehr viele Jahre vor allem in Österreich bewegt, in Salzburg schwerpunktmäßig, auch in Innsbruck, aber auch vor allem Salzburg. Und dort waren die letzten Jahre geprägt von einer neurowissenschaftlichen Depressionsforschung. Also das heißt, Trauma, Schmerz und Depression waren so meine Schwerpunkte. Also ja, ich will es mal so ausdrücken, irgendwie scheinen mich schon die Abgründe etwas anzuziehen, aber da wird es ja dann oft auch erst richtig spannend. Also von daher werfe ich nun einen neurobiologischen Blick auf diese Phänomene, auf das Phänomen der Resilienz und möchte beginnen mit der Frage, wie wir unsere Persönlichkeit eigentlich uns vorstellen können, wenn wir sie einfach mal so didaktisch als Bausteinmodell konzipieren wollten. Und etwas natürlich immer vereinfacht, aber von den prinzipiellen Anteilen her würde ich sagen, wir haben einen ganz starken genetischen Anteil natürlich, der unser Sein prägt, unsere Entwicklung, der am Anfang das Grobkonstrukt auch im Gehirn natürlich erstmal anlegt. Aber klar, es gibt auch eine Umwelt, wo jeweils verschiedene, also negative,
und positive Einflüsse auf uns einwirken. Das Scharnier, das nun diese Verbindung von Umwelt und Genetik herzustellen vermag, das wäre dann die Epigenetik. Sie verbindet gleichsam die äußeren Einflüsse, indem sie übersetzt, sozusagen biochemisch übersetzt auf die genetische Ebene. Was bedeutet, die Genetik ist die Klaviatur und die Epigenetik bestimmt durch biochemische Moleküle, welche Tasten zum Klingen gebracht werden. Also das heißt, welche Tasten wir anspielen. Anders formuliert, welche Gene aktiviert werden und welche Gene ruhen dürfen. Das ist die Übersetzung der Umwelteinflüsse auf die Genetik mittels der Epigenetik. Und das bestimmt dann letztendlich, wie sich unsere Nervenzellen ausbilden, wie Synapsen sich ausformen, wie sich die Botenstoffcocktails zu einer Komposition zusammensetzen und wie Netzwerke im Gehirn manifest werden. Natürlich auch direkt durch die Umwelteinflüsse dann über Lernprozesse jeweils vermittelt. Und so haben wir das Fundament, was man jetzt natürlich neurobiologisch auf verschiedene Art und Weise didaktisch, sage ich mal, darstellen kann. Hier einfach mal jetzt eine Auswahl, dass wir sagen, wir können jetzt diese verschiedenen Manifestationen auch der Genetik, der Epigenetik und der Lernprozesse nun auf vier Ebenen verteilen, die bestimmte Persönlichkeitsebenen unseres Seins auch jeweils repräsentieren. Immer mit der didaktischen Vereinfachung natürlich. Quer zu diesen vier Ebenen finden sich dann psychoneurale Grundsysteme über das Stresssystem, das Beruhigungssystem, Bindungsempathiesystem, Bewertungsmotivationssystem, Impulskontrollsystem und das Realitätssystem und das System der Risikowahrnehmung. Die würden dann sozusagen quer zu diesen vier Ebenen sich befinden. Das Ganze kann man jetzt auch verhaltensbiologisch nochmal auflösen und verschiedene Etappen dort manifestieren. Und das alles ergibt dann am Ende etwas, was wir als Persönlichkeit beschreiben würden. Also wir sehen ein komplexes Gefüge, das wir dann als Persönlichkeitseigenschaften verschieden dann jeweils fassen können, indem wir Dimensionen der Persönlichkeit festhalten oder indem wir Typen einfach didaktisch wieder vereinfacht definieren. So, das heißt also, dass wir Wesen sind, die systemisch betrachtet aus verschiedenen Systemebenen sich zu einem Gesamtorganismus zusammensetzen. Wir haben eine molekulare Ebene, eine synaptische, jetzt auf das Gehirn bezogen. Netzwerke formen sich aus, Funktionssysteme schließen sich zusammen. Am Ende haben wir zwei Hemisphären, die durch 300 Millionen Fasern verbunden werden. Und wenn diese neuronalen Strukturen auf eine ganz, ganz, ganz bestimmte Art und Weise in Wechselwirkung treten miteinander, dann entsteht auf einmal auf fast wundersame Weise eine Art Innenperspektive des Systems. Es formt sich ein bewusstes Erleben heraus. Das wäre die psychische oder mentale Ebene, die nun sozusagen sich als weitere Ebene auf die Neuroanatomie und Neurophysiologie draufsetzt, getragen von der biologischen und doch mehr seiend als nur die biologische Ebene selbst. Weil ja erkenntnistheoretisch noch mehr Informationen dazukommen durch das bewusste Selbsterleben. Also ein System kommt zu sich selbst, wird sich seiner selbst gewahr. Die neuronalen Systeme schaffen eine Innensicht des Systems. Und dieses mentale System ist dann die Grundlage für das, was wir als Subjekt nun definieren könnten. Wir in einer Welt. Und die letzte Ebene wäre wir in der Wechselwirkung mit der uns umgebenden Umwelt. Und zwar chemisch, physikalisch und sozial natürlich. Und was jetzt für Resilienz bedeutsam ist, ist sozusagen das Verständnis, dass wir das alles sind. Keine einzige Ebene kann ausgelassen werden. Wir sind das alles und sind es zugleich. Eine Veränderung einer Ebene allein ist hier nicht möglich.
Möchte ich also auf der mentalen, psychischen Ebene eine Veränderung bewirken, dann wird sie immer auch getragen und läuft immer parallel zu einer Veränderung auf der molekularen, synaptischen und Netzwerkebene. Also es wäre ein Mobile. Man kann kein Element weglassen oder allein für sich bewegen. Wir sind das immer alles zugleich. Also auch nicht in einem additiven Sinne. Das ist immer etwas, was so ein bisschen die Menschen schlucken lässt manchmal. Also wir sind nicht bio und psycho und sozial. Weil das und suggeriert ja, man könnte es abtrennen. Man könnte eins davon weglassen. Nein, das geht nicht. Wir sind alles das zugleich. Und die neuronale Ebene trägt die psychische und die psychische ist trotzdem doch mehr als nur die neuronale per se selbst, weil sie mehr Informationen in sich beherbergt als das reine Feuern der Neurone. Und das ist das, was so erstmal nicht so ganz leicht zu greifen ist und trotzdem aber so wichtig ist, wenn wir verstehen wollen, was der Mensch in seiner Ganzheit darstellt, zumindest uns dem Verstehen annähernd, weil es tatsächlich für uns alle, glaube ich, eine Überforderung ist, erst im Detail alles zu verstehen. Aus dieser ganzen Konzeption heraus entstanden dann im letzten Jahrhundert verschiedene Paradigmen, mit denen man das Gehirn in seiner Funktionalität zu beschreiben versucht hat. Und das Gehirn als komplexes System, als sich selbst organisierendes System ist mittlerweile, glaube ich, schon sehr etabliert als Wissen. Das Gehirn aber auch und die Psyche als verleiblichte Organe, als verkörperlichte, verleiblichte Organe ist dann etwas neuer. Das ist so im Rahmen dieser Embodiment-Bewegung etwas stärker geworden. Das egoistische Gehirn ist sozusagen aus dem Stoffwechsel, also aus den Stoffwechselprozessen heraus und ihrem Verständnis heraus erwachsen. Und die neueste Vorstellung oder das neueste Paradigma wäre das Gehirn als Vorhersagegenerator. Diese schließen einander nicht aus, mitnichten, sondern sie sind alle sehr wohl zugleich wirksam. Es sind nur verschiedene Perspektiven auf das komplexe Gehirn. Und ich werde mir jetzt erlauben, davon einige im Schnelldurchlauf etwas vorzustellen, weil ich glaube, dass sie einfach unabdingbar sind, wenn wir verstehen möchten, was Resilienz oder was Stress für uns bedeutet. Also das einmal das verkörperlichte oder verleiblichte Gehirn. Das bedeutet, das Gehirn ist Teil eines Gesamtorganismus und als solches ist es in einem stetigen Austausch mit der gesamten Peripherie, mit dem gesamten Restkörper. Und dieser Austausch ist keine Banalität. Es ist ein hochkomplexer Informationsaustausch, der, ich nenne es gerne, als Selbstdialog verstanden werden kann. Das Gehirn gleichsam im stetigen Dialog mit dem gesamten Rest des Körpers, als Selbstdialog, der die Basis darstellt für das, was wir Homöostase nennen. Also das Gleichgewicht, das physiologische Gleichgewicht im Körper. Eine Konzeption aus der Physiologie, die in meinen Augen zu wenig Beachtung erhält, weil es vielleicht vielen zu biologistisch erscheint. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Homöostase und die Regulation unserer Physiologie das Fundament eines jeden Lebens und Überlebens darstellt. Deshalb ist es die edelste und die vornehmste Aufgabe des Gehirns, genau dafür zu sorgen, dass diese Homöostase stabil bleibt. Und Stress, den ich gleich kurz beschreiben werde, ist etwas, das, wenn es gerade in einer chronifizierten Form auftritt, genau diese Homöostase zu beschädigen weiß. Und von daher sehr wichtig für uns, für Gesundheit und Resilienz. Also das Gehirn kommuniziert mit der Peripherie auf verschiedensten Daten- und Kommunikationsautobahnen. Ein hochkomplexer Prozess, ein stetiger Dialog, der niemals ruht. Und so sind wir für die Homöostase darauf angewiesen, dass unser Gehirn aus der Peripherie wirklich ständig informiert wird über den aktuellen Zustand. Es gibt zwei große Datenautobahnen, die das Gehirn über diesen peripheren Zustand letztendlich informieren. Einmal über das Rückenmark, das ist die Lamina 1, eine Schicht im Rückenmark, wo die Fasern
eine Umschaltung erfahren und einmal über den Nucleus Tractus Solitarii, vereinfacht gesagt ein Kern im Hirnstamm, der die ganzen Botschaften aus dem Inneren des Körpers empfängt. Also wir haben zwei Datenautobahnen. Also das Gehirn oder der Organismus arbeitet hier redundant. Und das zeugt davon, wie bedeutsam diese Botschaften evolutionär scheinbar waren, wenn das Gehirn oder Organismus entschieden hat zu sagen, nein, ich brauche wirklich die gesamten Informationen, von daher lieber redundant, lieber zu viel als zu wenig. Also wir haben einmal den ersten Strang über den Hirnstamm und der wird dem Gehirn zugetragen über den berühmten Nervus vagus, der hier die Informationen aus den Eingeweiden über die Innerlichkeit des Körpers zum Gehirn transportiert. Die zweite Bahn, redundant wie gesagt, geht über das Rückenmark. Und beide Bahnen müssen nach oben ziehen, schalten einige Male um und am Ende landen sie alle in der Insula. Die berühmte Insula, als Teil des limbischen Kortex in der Tiefe versteckt, empfängt die gesamten Botschaften aus der inneren Welt. Sie allein aber schafft es nicht. Sie hat dann ein paar Kollegen, die nun hier im medialen, präfrontalen Kortex sitzen. Also man sagt auch im limbischen Kortex. Und hier entsteht dann das, was man das Material Me nennt. Das materielle Selbsterleben, was von den Informationen aus den Eingeweiden vor allem gespeist wird. Als Grundlage des Selbsterlebens, aber auch als Grundlage der homöostatischen Regulation. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie wir Gefühle, also Gefühlszustände bewusst erleben, dann werden sie immer getragen von einer Körperlichkeit. Und genau diese manifestiert sich hier in diesen Sphären. Die Insula und dieser limbische Kortex, sie repräsentieren gleichsam auch den Ort, wo der körperliche Abdruck von Gefühlen sich abgebildet findet. Hier ist unser materielles Selbsterleben zu Hause. Deshalb ist das so wichtig, weil genau von hier die Fasern wieder nach unten ziehen. Also, pardon, hier nochmal ein Bild mit den verschiedenen körperlichen Abdrücken, die verschiedene emotionale Zustände jeweils in unserer Peripherie bewirken und die dann eben der Insula und den genannten Strukturen zurückgespiegelt werden. So hat jede Emotion einen ganz bestimmten körperlichen Abdruck. Und diese Zentren, die ich nun gerade beschrieben habe, also die Zentren der Insula und dieses medialen präfrontalen Kortex, sie ziehen nach unten, erreichen dann wichtige limbische und regulative Zentren. Ich glaube, die meisten werden die Amygdala kennen oder den Hypothalamus, wichtig für das autonome Nervensystem. Und diese wiederum entsenden dann ihre Botschaften in die Peripherie, also wieder in den Körper. Und so schließt sich der Kreis. Aus der Peripherie geht es zum Gehirn. Im Gehirn wird es dann ausgearbeitet, um dann wieder in die Peripherie zu gelangen. Und so entsteht dieser stetige Dauerdialog, das Selbstgespräch, das das Gehirn gleichsam mit dem Gesamtorganismus führt, mit der Peripherie führt, was Grundlage unserer Homöostase ist, aber auch Grundlage unseres Selbsterlebens, Grundlage auch unserer Regulationsfähigkeit. Ein weiterer Aspekt, der dazu kommt, wenn wir über die Homöostase sprechen, ist der Energiespiegel. Das heißt, das Gehirn ist ein absoluter Energiefresser. Man stelle sich vor, das Gehirn macht gerade mal 2% des Körpergewichts aus, aber verbraucht mindestens 25%, wahrscheinlich bis zu 60% der gesamten Glukose. Ein Wahnsinnsverhältnis. Es ist tatsächlich ein Energiefresser. Das bedeutet, evolutionär, um überleben zu wollen, musste die Evolution bei einem so komplexen Gehirn Mechanismen finden, die dazu führen, dass das Gehirn einfach sehr energiesparend arbeitet. An Überleben wäre sonst nicht denkbar. Und
da kommen wir nun zum nächsten Konzept, das heute zusammengefasst wird als das Gehirn als Vorhersagemaschine, als Maschine, die quasi ständig Hypothesen generiert über das, was gleich geschehen wird. Weshalb ist das von Nutzen? Carl Friston, ein großer Neurowissenschaftler und Physiker, hat es als einer der ersten konzipiert. Dieses furchtbare Bild in Worte übersetzt heißt ganz einfach, das Gehirn ist ein Überlebensorgan. Das Motto heißt, wie kann ich effizient arbeiten und dabei möglichst energiearm arbeiten? Und damit das geschehen kann, macht das Gehirn Folgendes. In einem jeden Moment wird eine Hypothese aufgebaut über das, was wahrscheinlich gleich geschehen wird. Dann wird der Sinneskanal oder die Sinneskanäle werden gleichsam geöffnet. Von außen kommen die Botschaften. Von außen heißt aber hier nicht nur von außen aus der Außenwelt, sondern auch aus dem Inneren des Körpers. Auch die Botschaften zählen hier als Botschaften, die das Gehirn erreichen und über den Status quo informieren. Also auch da bauen wir Hypothesen auf. Also unser Körper, unser Gehirn fragt sich nicht nur, was wird draußen gleich passieren, es fragt auch, wie wird es sich gleich anfühlen. Und wenn nun die Botschaften von außen hineinkommen, wird das mit der Hypothese verglichen. Wenn Hypothese, Erwartungshaltung, das Erwartungsbild und der Sinneseinstrom einigermaßen übereinstimmen, dann darf das durchlaufen und es wird nicht groß bedacht und nicht groß verarbeitet und es schluckt auch keine unnötige Energie. Das Gehirn also interessiert sich nicht für das, was man eh erwarten darf, was gewohnt ist, was wir kennen. Das Gehirn schaut auf die Differenz, auf das Neue, auf das Unvorhersehbare. Also das Gehirn reagiert auf die Differenz. Und das heißt, anders ausgedrückt, wir sehen die Reize von außen, also aus der Umwelt oder eben aus der innerlichen Außenwelt, weil Eingeweide und der gesamte Restkörper sind ja auch fürs Gehirn erst einmal Reize, die hineinströmen müssen und verarbeitet werden müssen. Aber diese Sinnesreize gelangen nicht einfach hinein und werden dann auf immer höherer Ebene verarbeitet. Nein, sie oder ihnen wird eine Hypothese gegenübergestellt, das Gehirn in einem jeden Moment konzipiert. Und natürlich ist die Grundlage dieser Vorhersage, das sind die Modelle, die wir im Gehirn gespeichert haben als Modelle unserer selbst und auch als Modelle der Welt, die wir auf Grundlage der gemachten Erfahrungen etabliert haben. Was geschieht nun, wenn Sinnesreize und Vorhersage übereinstimmen? Alles ist gut. Es läuft durch. In der Regel ist weder großes Bewusstsein noch große Verarbeitung notwendig. Also wenn ich morgens zur Arbeit fahre mit einem Auto, eine Strecke, die ich in- und auswendig kenne, dann laufe ich da durch und ich komme nach einer halben Stunde an und frage mich, wie kam ich eigentlich hierher? Da läuft alles also im Autopiloten, automatisiert. Doch was, wenn auf einmal ein rosa Elefant die Straße überqueren möchte? Also wenn auf einmal der Reiz der Vorhersage nicht, wenn es sich nicht matcht, dann kommt es zu dem, was wir den Vorhersagefehler nennen. Prediction Error auf Neudeutsch. Das ist das, worauf das Gehirn geeicht ist. Jetzt wird es wach. Jetzt heißt es, Vorsicht, meine Vorhersage war schlecht. Jetzt muss ich Aufmerksamkeit bündeln, Bewusstsein einschalten, Energie verbrauchen, aber die ist jetzt notwendig. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Das eine, was evolutionär sinnvoll ist, werde ich als zweite Möglichkeit aufzählen. Die erste ist eine, die eher problematisch zu sehen ist. Die erste wäre nämlich, ich hinterfrage jetzt nicht meine Modelle, sondern ich ändere einfach die Umwelt. Nach dem Motto, diese Reize passen nicht zu meinem Weltmodell. Also werde ich die Reize entweder vernichten, werde dafür sorgen, dass sie nicht mehr auftreten, werde den Ort meiden, wo sie mir begegnen können, oder jetzt auf das Soziale bezogen. Man stelle sich vor, der Außenreiz wäre ein Mensch gewesen, der mir
Informationen zukommen lässt und diese Informationen matchen nicht mit meinem Weltmodell. Meine Vorhersage ist nun sozusagen, wow, gestört, weil ich habe eine Information bekommen von meinem Gesprächspartner, die meinem Weltmodell widerspricht. Eine Variante, ein Trick, der mich sozusagen der Verantwortung enthebt, mein eigenes Modell zu hinterfragen, wäre, dass ich die Botschaft, die ich erhalten habe, einfach abwerte. Zum Beispiel, indem ich der Person die Bedeutung streitig mache. Also ich kann auf diese Art und Weise, mit diesem Trick würde ich sagen, mein eigenes Weltmodell schützen, indem ich einfach mein Gegenüber abwerte. Evolutionär ist das nicht geboten. Ein Satz, den ich gerne so ganz kurz stehen lassen möchte, bezogen auf die Kommunikationskultur, die gerade sich bei uns ein Stück weit breit gemacht hat. Also der Ansatz, den die Evolution eigentlich vorgesehen hat, ist der zweite Pfeil, nämlich aufgrund des Vorhersagefehlers muss ich davon ausgehen, dass mein Modell der Welt, das Modell meiner selbst, nicht adäquat, nicht gut genug, nicht stimmig ist, nicht ausreichend die Außenwelt abbildet, weil ich sie ja nicht vorhersagen konnte, weil ich die Entwicklung nicht vorhersagen konnte. Also wäre es die Aufgabe eigentlich, das eigene Modell zu hinterfragen. Hinterfrage mein Modell, damit eine Veränderung und damit eine Anpassung meines Modells an die vielleicht sich auch verändernde Realität möglich wird. Das wäre die Schleife, die Evolution für uns eigentlich vorgesehen hat. Also das eigene Modell hinterfragen. Anders gesagt, eine Veränderung der Außenwelt oder ein Ereignis, was ich so nicht erwartet habe, auf Grundlage der in mir existierenden Modelle der Welt, können dazu führen, dass ich einen Vorhersagefehler begehe. Was bedeutet, dass in diesem Moment mein System sich überlegen muss, was muss ich jetzt tun, um mich so anzupassen, um mein Modell so zu verändern, dass meine physische und meine mentale und meine soziale Welt wieder ins Lot kommen, weil im Moment bin ich gerade instabil. Ich bin momentan am Wanken. Ich habe ein Stück Unsicherheit nun, die ich in mir erlebe, weil, wie gesagt, meine Vorhersage lief ins Leere. Und das macht automatisch Unsicherheit. Jetzt die spannende Frage. Wenn ich nun kein Modell, keine Strategie abrufen kann, wenn ich auf Grundlage meiner Vorerfahrung, auf Grundlage meiner Biografie, meiner Gedächtnissysteme kein Prozess abrufen kann, der nun eine Veränderung herbeiführen kann. Wenn also mein System nicht in die Lage kommt, sich anzupassen oder das Modell anzupassen an die Realität, an die sich verändernde Welt, dann entsteht Stress. Also Stress wird heute von Forschern wie Friston, aber auch McEwen und Peters und anderen, wird Stress sozusagen als ein System definiert, das der Reduktion von Unsicherheit dient. Das möchte ich gerne nochmal jetzt neurobiologisch etwas ausführen. Bitte nicht erschrecken. Das Bild ist viel schlimmer, sieht viel schlimmer aus, als es in Wahrheit ist. Ich werde Sie ganz liebevoll da durchführen mit ein paar wichtigen Elementen. Also, aus dem Körper kommen die Botschaften, wie das Befinden meiner Homöostase, meiner Körperlichkeit sich darstellt. Die Insula, haben wir gesagt, ist der Ort, wo alles hineinkommt. Und dann geht es nach vorne zu dem medialen präfrontalen Kortex, wo mein Körpererleben, mein Selbsterleben und auch mein Gefühlsstatus sich gleichsam manifestiert. Wenn aber nun etwas geschieht, ich habe etwas nicht vorhersagen können. Ein Prediction Error, Unsicherheit entsteht. Jetzt kommt ein zweites System. Jetzt gehen wir stärker auf eine obere kognitive Ebene und bitte jetzt nicht irritieren lassen. Ich werde jetzt nur drei Kerne herausnehmen, die für uns jetzt wichtig sind. Es geschieht nun Folgendes.
Ich muss in diesem Moment nach einem Prediction Error, nach einer Irritation und Verunsicherung, muss ich nun schauen, was könnte ich tun? Was könnte ich verändern, damit ich wieder besser mit der Realität klarkomme und meine Vorhersagen wieder besser werden und ich damit sicherer werden kann? Und oben steht ist ein kleiner Kreis, rot umrahmt, mit der Inschrift Prä-SMA. In diesem Feld Prä-SMA werden gleichsam Modelle hochgefahren nach dem Motto, das und das und das wäre möglich. Okay, nett. Aber wichtig ist unten. Unten ist ein Kreis, da steht VMPFC, ventromedialer präfrontaler Kortex. Eigentlich müsste man auch den OFC dazu denken, aber die Fachleute machen das einfach jetzt. Alle anderen merken sich Folgendes. Da unten ist mein bewusstes leibliches Selbsterleben, aber auch mein Erfahrungsgedächtnis im Sinne von, welche Erfahrungen habe ich schon mit mir und solchen Mechanismen gemacht? Wie hat es sich damals angefühlt? Ja, also oben kommen die Vorschläge vom Prä-SMA, aber unten im ventromedialen präfrontalen Kortex, da fühlen wir rein. Wie fühlt sich das an? Wenn ich das und das mache, wird das gut? Aufgrund meiner Vorerfahrung, habe ich das schon mal gemacht? Hat es sich damals gut angefühlt? Hatte es ein gutes Ergebnis? Hier wird nun sozusagen auf einer emotionalen Ebene abgestimmt, ob diese Mechanismen möglich sind, ob sie stimmig sind, ob sie mit mir kohärent sind und ob ich emotional in der Lage bin, sie zu aktivieren. So, und der ACC in der Mitte rot, nun dargestellt, hervorgehoben, der bekommt nun beide Informationen. Oben, was geht, und unten, wie es sich anfühlt, ob es möglich ist, wie die emotionale Zielvorgabe ist. Jetzt muss der ACC da eine Balance finden und sagen, okay, die Strategie machen wir und die aktivieren wir jetzt. Das geschieht meistens, dass wir etwas finden, was dann irgendwie stimmig ist. Das Modell wird nun verändert und eine Strategie wird quasi aktiviert und ich kann wieder in die Sicherheit und Ruhe kommen, weil ich nun die Unsicherheit kompensiert habe. Was aber, wenn das, was möglich und denkbar wäre und das, was ich als Ziel, als emotionale Zielvorgabe, als Sehnsucht, als Wünsche und als Vorerfahrung damit nicht stimmig gehen möchte, wenn das nicht zusammenzubringen ist, dann sagt der ACC, Leute, ich finde hier keine Lösung. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin Patt. Also das heißt, wir haben eine Patt-Situation. Und jetzt macht der ACC was? Er sagt, ich aktiviere jetzt die Stressachse. Weshalb macht er das? Es macht Sinn, weil mit der Aktivierung der Stressachse zwingt der ACC nun den Organismus und das Gehirn, sich mit dem Thema zu beschäftigen, zu fokussieren, Energie freizusetzen, eine höhere Verarbeitungsrate herzustellen. Und damit ist der Stress hier nicht als negativ zu sehen, sondern er dient dazu, nun wirklich die Kräfte zu bündeln, auch Energie zu investieren, um nun eine Strategie auszuarbeiten. Das wäre quasi die akute Stressreaktion, die nun in Gang gesetzt wird. Bei den Stressreaktionen haben wir immer zwei Phasen. Die erste Stressreaktion ist immer eine Stressreaktion, die über das Noradrenalin und Adrenalinsystem kommt. Eine etwas zeitverschobene zweite Stressachse ist die Cortisolachse, die immer nacheinander ablaufen, zeitverzögert. Also, wir starten mit der Noradrenalinachse. Vom Hypothalamus ausgehend geht es vor allem zum Locus Ceruleus, hier als LC abgekürzt. Ein Quellgebiet für den Botenstoff Noradrenalin. Und der fährt nun hoch, macht das Gehirn wach, sagt, sei wach, fokussier dich, da ist ein Problem, das gilt es zu lösen. Schau, was möglich ist. In die Peripherie wird die Botschaft über den Sympathikus zum Nebennierenmark getragen, das nun die Organe mobilisiert, auch innerlich das Blut so verteilt, dass Aktivität, Bewegung, Handlung
möglich wird und wir sozusagen in die Aktion kommen. Zeitverzögert kommt die zweite Achse, Hypothalamus, Hypophyse, und dann geht es runter über das Hormon ACTH, wird die Nebennierenrinde informiert, die nun das berühmte Cortisol freisetzt. Cortisol sorgt dafür, dass der Zuckerspiegel hochgeht, dass Energie in ausreichender Menge verfügbar wird, damit das Gesamtsystem sich dem Problem widmen kann, fokussieren kann, Energie investieren kann. Das Denken wird schneller, die Gedanken wandern. Und Cortisol unterstützt auch jetzt sozusagen das Suchen nach neuen Strategien, weil Cortisol auch so eine Potenz besitzt, die bestehenden Synapsen ein bisschen zu tangieren. Es ist so eine Art Synapsendestabilisierer. Aber wir gehen davon aus, dieser Mensch reagiert, er kommt zu einer Lösung und das System kann sich dann wieder beruhigen. Und dann wird das Cortisol, geht dann hoch zum Gehirn, wo es locker eindringen kann, weil es nämlich als Fettmolekül gut durch die Blut-Hirn-Schranke gelangen kann, erreicht unter anderem den Hippocampus und der hemmt dann die Stressachse wieder. Das System kann sich wieder beruhigen. Wunderbar. Das Problem beginnt jetzt erst dann, wenn der ACC nach wie vor zu keiner Strategie kommt. Also wir sind quasi patt. Wir sind so blockiert, dass die Möglichkeiten und die emotionale Verfügbarkeit nicht zusammenkommen. Jetzt kommen wir in den chronischen toxischen Stress. Jetzt wird das Noradrenalin hochgefahren und Noradrenalin in sehr großer Menge macht sowohl im Gehirn wie auch in der Peripherie massive Entzündungsprozesse. Also jetzt beginnt das Ganze wirklich toxisch zu werden. Parallel das Cortisolsystem, das ebenfalls nun auf hohem Niveau fährt, und obwohl Cortisol normalerweise entzündungshemmend wirkt, durch die chronifizierte Ausschüttung adaptieren die Rezeptoren der Abwehrzellen und diese Hemmung wird auch dadurch geschwächt, sodass auch hier nochmal Entzündung möglich wird. Eine Art Verzweiflungsakt des Organismus, weil Cortisol in dieser Riesenmenge ist im Gehirn ein Synapsendestabilisierer. Und das soll letztendlich dem System die Möglichkeit eröffnen, nun doch etwas anderes auszuprobieren, etwas anderes auszutesten oder bestehende Muster, die hier ja momentan nicht greifen, zu destabilisieren. Das Problem ist, wenn das System trotzdem keine Lösung findet, dann hat Cortisol leider ein unheimliches Potenzial, auch viele Schäden anzurichten. Die Entzündung tobt vor sich hin. Der Hippocampus, der eigentlich nun stimuliert werden sollte, kann sogar beschädigt werden. Und jetzt ist das System gleichsam auf einem hohen Niveau in einer Dauerschleife unterwegs. Und jetzt wird es für den Körper tatsächlich toxisch belastend. Die Homöostase ist wirklich gefährdet. Blicken wir noch einmal zurück. Es geht darum also, die Möglichkeiten und die emotionalen Befindlichkeiten, die emotionalen Vorerfahrungen, die emotionalen Bewertungen in einen Einklang zu bringen und neue Möglichkeiten auszuloten, die vielleicht bisher nicht möglich waren. Hier steckt das System jetzt sozusagen fest. Welche Antriebskräfte sind es nun, die das System leiten? Wir können drei verschiedene Kräfte unterscheiden. Einmal das Wanting System, was man auch unter dem Begriff des Belohnungssystems kennt. Das Threat Avoidance System, das wäre das Stresssystem nämlich. Und dann das Non-Wanting System als zweites Belohnungssystem. Wenn es darum geht zu schauen, wie Veränderung angebahnt werden kann, ist es wichtig, diese speziell das erste und das dritte System hier zu unterscheiden. Das Wanting System ist klar, ich habe ein Ziel, da möchte ich hin, das würde ich gerne erreichen. Das ist etwas, was mich antreibt, hin zu etwas. Aufbruch, Wachstum, Vorfreude, Herausforderung. Das ist etwas, was wir alle kennen, was wir uns oft auch wünschen und ersehnen.
hier braucht es Kräfte, hier braucht es Leidenschaft, Lust, Power. Alles wunderbar. Aber wenn das System feststeckt, komme ich damit nicht viel weiter. Weil um eine Belohnung zu antizipieren, muss sie ja mit mir stimmig sein. Ich muss ja in der Lage sein, aufgrund von Vorerfahrung das schöne Bild zu antizipieren. Aber wir sind gerade in dem Zustand, wo genau das ja eben nicht geht, weil der mediale präfrontale Kortex diese Bilder so nicht hochfahren kann. Also ist das Stresssystem aktiviert, was ich gerade beschrieben habe. Aber es gibt ein zweites System, ein Non-Wanting-System, was wir uns in diesem Kontext genauer anschauen sollten. Nämlich es geht hier darum, dass wir neben dem System der Aktivierung hin zu etwas streben nach, nicht vergessen dürfen, dass es für einen guten harmonischen Zustand auch wichtig ist, dass dort, wo ich bin, ich mich so einzurichten vermag, dass etwas wie eine Verwurzelung möglich wird. Dass ich in einem Rahmen, dass ich meinen Rahmen so verändere und so aufbaue, dass ich mich in dem Rahmen beheimaten kann. Und ganz wichtig, in diesem Kontext auch mich in mir selbst beheimaten kann. Also hier geht es darum zu verstehen, was sind meine Sehnsüchte, meine Wünsche, aber auch meine Ängste. Wo habe ich Ressourcen? Wo möchte ich sein? Wo nicht? Wo kann ich mich verwurzeln? Wo kann ich Halt finden? Wo kann ich auch ein Stück innere Ordnung für mich finden? Und wo kann ich bei mir selbst ankommen? Also das heißt, Veränderung. Wir brauchen sehr wohl die Energie natürlich und den Mut und den Aufbruch, ja. Aber es muss geschehen in einer Art, dass ich es mit mir tue und dabei ehrlich bin zu mir. Denn ich kann nur irgendwo hin, wenn ich aus der Blockade herauskommen muss, wenn es auch meine innere Heimat ist, wo ich hinstrebe. Also das heißt, was es hier braucht, ist eine wirklich, nennen wir es mal, intellektuelle Redlichkeit. Der Mut, ehrlich zu sein zu mir und mit mir selbst. Die Welt zu betrachten im Sinne einer Bewusstheit, eines Gewahrwerdens, wo bin ich und mit wem bin ich? Und die Menschen, die mich umgeben, mich zu fragen, ist es meine Heimat? Und wenn ja, den Mut zu haben, mich dort auch zu verwurzeln, zu beheimaten. Und das aber heißt auch ein Stück weit, die Wurzeln, die mich halten, auch etwas, wie soll ich sagen, mit ein Stück Demut zu betrachten. Denn wir alle sind Menschen, die auf den Schultern von anderen Menschen letztendlich auch ruhen. Also Demut, Dankbarkeit und vor allem dann die Empathie sind wichtige Elemente hier, die letztendlich mir helfen, ehrlich mit mir umzugehen und jeden Schritt, den ich nun nach vorne machen möchte, in eine bessere Regulation, in eine bessere Stressregulation, muss ein Weg sein zu mir selbst auch. Und das geht nur mit einer intellektuellen Redlichkeit. Niemals ist ein Mensch immer radikal ehrlich, weder nach außen noch nach innen. Dafür sind wir Menschen. Aber diese Haltung sollten wir haben, uns darum stets zu bemühen, damit wir genau das schaffen können, nämlich uns mit jedem Tag ein Stück mehr in der Welt, aber vor allem auch in uns selbst uns zu beheimaten. Das ist der effizienteste Weg zu einer Selbstregulation. Anders formuliert, wenn wir uns unsere Persönlichkeit anschauen, dann haben wir eine biogene Ebene, eine soziogene und eine ideogene. Was heißt das? Biogen heißt, es ist die biologische Basis meiner selbst, die mich trägt und die ich schon letztendlich stark genetisch geprägt und vorgeburtlich und früh nachgeburtlich hat diese schon sehr stark stabilisiert. Dann habe ich ein Wahnsinnsreservoir entwickelt an psychosozialer Lernerfahrung.
was ich gelernt habe von anderen Menschen, an Normen, an Regeln, an Weltbildern, die ich verinnerlicht habe, das Wissen um die Welt und das Wissen um mich selbst. Das sind Dinge, die mein Wesen ausmachen, die meine Persönlichkeitsstruktur ausmachen. Aber es gibt etwas, das man oft vernachlässigt. Das ist die ideogene Ebene. Und das ist der kleine Freiheitsspielraum, den ich habe. Nämlich, das sind die eigenen Projekte, an denen ich mich entscheide zu arbeiten. Das heißt, mit Radikalität die ersten beiden Ebenen anzugehen und mit Gewalt sich ändern zu wollen, ist in meinen Augen ein schwieriger Weg. Es geht darum zu entscheiden, was möchte ich, wo möchte ich hin, welche Themen möchte ich nun bearbeiten, welchen Themen mich hingeben, von welchen Gründen und Begründungen der Welt möchte ich mich affizieren lassen, mich berühren lassen. Wo wäre ich gerne morgen? Wir haben jeden Tag die Chance, ein Bild unserer selbst ins Morgen hinein zu entwerfen. Ich muss Projekte angehen, die mir das ermöglichen, die mir neue Erfahrungen ermöglichen. Und dadurch wird vor allem zum Teil die biologische, aber vor allem die psychosoziale Ebene verändert. Durch meine Projekte, durch den Raum der Erfahrungen, den ich öffne, den ich quasi gleichsam in mir aufschließe, um mir neue Erfahrungen zu ermöglichen. Das ist die Entscheidung, die wir jeden Tag treffen können. An welchen Projekten möchte ich arbeiten? Wo möchte ich hin? Wo bin ich? Und wer bin ich? Zwei Aspekte, die hier als lohnende Ziele definiert werden können. Hier zitiere ich den wundervollen Thomas Metzinger, nämlich einmal der Versuch, die eigene geistige Autonomie stetig zu erweitern. Die Erhöhung der eigenen geistigen inneren Autonomie und damit auch Freiheit und Gestaltungsmöglichkeit, die ich sozusagen in meinen Händen dann trage. Das aber gepaart mit dem steten Streben nach der intellektuellen Redlichkeit, nach der größtmöglichen Ehrlichkeit im Umgang mit mir selbst und der Welt. Norbert Bischof, ein großer, großer Denker und mir in vielem ein Vorbild, definiert drei Motivationssysteme für das Sozialverhalten. Das Sicherheitssystem, das jeder nachvollziehen wird, aber auch das Erregungssystem und das Autonomiesystem zeichnen uns als Menschen aus. Achim Peters hat das in seinem wundervollen Buch Unsicherheit, nämlich die Modelle von Friston, McEwan mit auch entwickelnd und in ein Bild sozusagen gebracht, dass das alles zusammenzuführen versucht, wenn es aber auch den Menschen als Teil einer Gemeinschaft sieht. Denn alles, was ich gerade beschrieben habe, sind wir als Menschen immer, indem wir eingebunden uns ja finden in eine Gesellschaft, in eine Gemeinschaft. Das heißt, damit wir eine gute Balance haben, eine gute Resilienz entwickeln können, bedarf es der Autonomie, der Freiheit und damit auch der Bereitschaft und der Lust auf Verantwortung. Aber ohne Autonomie kann ich keine Verantwortung übernehmen. Deshalb ist Autonomie und Freiheit so wichtig für uns. Ich brauche Informationen. Prediction Error heißt, meine Vorhersage war falsch, weil mir Informationen fehlen. Das heißt, um gute Vorhersagen machen zu können, brauche ich saubere Informationen. Das ist die Aufgabe von Medien, von Wissenschaft, aber auch von Politik, genau diese zu liefern. Und zwar für autonome Bürger und nicht für zu belehrende Kinder. Resilienz wird nicht erreicht durch eine formalisierte, wenn man so möchte, Automatisierung im Sinne einer Uniformiertheit, die man glaubt, Menschen überstülpen zu können.
Resilienz braucht Autonomie und Freiheit. Nur dann kann sich Selbstkompetenz entfalten. Nur dann kann sich die Freude an der Verantwortung etablieren und die Selbstwirksamkeit wachsen. Also Informationen und Autonomie in einer Gemeinschaft, wo ein Mindestmaß an Gerechtigkeit herrscht. So, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, dass wir als Individuen uns als Teil einer Gemeinschaft sehen können, nicht als Teil einer Gesellschaft. Ein wichtiger Unterschied. Gesellschaft ist etwas, das rein durch ökonomische Verhältnisse, durch Handel definiert werden kann. Man kann auch nebeneinander herleben, ohne irgendeine bedeutsame Verbindung zueinander. Das ist Gesellschaft. Das reicht aber nicht. Gemeinschaft heißt Teilhabe, heißt sich ein Stück zumindest identifizieren mit dem anderen, heißt einen gemeinsamen Pool an Welt- und Menschenbildern, Normen und Regeln teilen. Nicht alle. Jeder darf seine eigenen Nuancen natürlich behalten und leben, aber es braucht ein Fundament, eine Schnittmenge, die wir teilen, damit sowas wie Gemeinschaft entstehen kann. Und nur in einer Gemeinschaft sind Menschen auch opferbereit und nicht nur in einer egomanischen Art unterwegs. Und aus diesem heraus erwächst dann die Fähigkeit, meine inneren Modelle immer wieder zu etablieren und zu verändern und anzupassen. Und so entsteht Sicherheit, weil ich gute Vorhersagen machen kann. Und wenn ich ein Prediction Error habe, kann ich nachregulieren. Mein System entwickelt sich, entfaltet sich. Nur ein sicherer Mensch, der nicht ums Überleben kämpfen muss, kann sich dann auf andere Menschen einlassen. Das wäre die Empathie, die nun sozusagen aus der Sicherheit heraus erwachsen kann. Empathie und auch Fürsorge. Und wenn viele Menschen sich zusammentun in einer Gemeinschaft und Empathie Raum greift, dann entsteht Vertrauen. Und Sicherheit, Empathie und Vertrauen speisen einander. So entsteht eine gute Resilienz. Es wäre jetzt ein spannendes Thema, das Corona-Problem an diesem Bild abzuarbeiten. Das wäre ein eigener Vortrag, Sebastian. Ich bin jetzt an der Stelle ganz still. Und bin schon fast fertig. Ja, Entschuldigung, verzeih bitte, verzeih. Ich würde gerne zu dem eine Sache sagen. Du hast gerne. Das fand ich. Das ist ja erstmal widersprüchlich. Du hast ja vorhin gesagt, dass wir momentan weniger unsere Modelle der Welt verändern. Also was eigentlich evolutionär, dieses sich hinterfragen, okay, vielleicht muss ich was lernen, Umgang mit Unsicherheit und so weiter, sondern wir versuchen ja eher, die Umwelt zu verändern oder sozusagen das Außen zu verändern. Und jetzt hast du gerade gesagt, dass Autonomie und Informationen und gerade auch die Unsicherheit, der gute Umgang mit der Unsicherheit dazu führt, dass sozusagen wir mehr Sicherheit gewinnen, weil dieses Ursystem, Umgang mit dem Vorhersagefehler tatsächlich dann dazu führt, über die Nachregulation Sicherheit zu erzeugen. Also um es platt zu sagen, hey, super, ich habe mich geirrt, na, dann machen wir es jetzt halt anders und dann gewinnen wir sozusagen einen neuen Status von Sicherheit, der aber auch wieder durch Unsicherheit irgendwann im Lernen quasi wieder optimiert wird weiter. Exakt, exakt. Und spannend finde ich, und das ist ja, also das kann man glaube ich auch sagen, also wenn es absolute Wahrheiten gibt, wenn ich im Außen quasi das bekomme, dann reagiere ich ja genau kontraintuitiv. Dann steigt ja eigentlich auch nicht die Sicherheit als Konsequenz, sondern die Unsicherheit. Oder wie würdest du das sagen? Wenn tatsächlich ich von außen Dogmen vor mir hätte, die für mich ein Fundament darstellen, das nicht hinterfragbar ist, dann wäre das in der letzten Konsequenz etwas Stabilisierendes, weil das System dann immer vorhersagen kann, weil es ja genau weiß, was kommen wird. Das Dumme ist nur, das Lernen wird dann unmöglich. Ja. Das heißt, weil der Impuls dann ja fehlt, hey, langsam, da hat sich was verändert. Wir müssen das hinterfragen und das Modell eventuell erweitern. Das fehlt. Also das heißt, ein Leben
eingebunden in einer dogmatischen Welt heißt, ich habe weniger Stress, aber ich habe auch kein Wachstum mehr, auch kein Lernen mehr. Ja. Und das ist gleichzeitig glaube ich, dass wenn es sehr dogmatisch wäre und die Dogmen würden bröckeln, also sprich, du weißt, das ist so und so, das ist die Wahrheit. Und es gab ja in der ganzen Menschheitsgeschichte immer schon Menschen, die im Besitz der Wahrheit waren, und zwar der Absoluten. Mhm. Und wenn ich das annehme, dann habe ich ja ein von außen mich sehr stark stabilisierendes System, wo ich sage, okay, hier drauf kann ich mich verlassen. Die Erde ist also eine flache Scheibe. Ja, super. Und wenn dann eine Neuerung kommt, dann ist natürlich die Bewahrung, also der Bestätigungsfehler, der Confirmation Bias, der greift dann ja so, wo ich sage, ey, wenn ich das jetzt aufgebe, was stimmt denn dann noch? Yeah. Yeah. Das heißt, es ist günstiger als resilienter Mensch, sozusagen in diesen Unsicherheitsabsorptionen, also Unsicherheit aushalten zu können und sich immer mal wieder kritisch zu hinterfragen, als auf so absolute Sicherheiten quasi sich komplett zu verlassen. Absolut, absolut. Ja, absolut. Okay, spannend. Ja. 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 Demut, ne? Ich habe tiefe Freude, mein Lieber, tiefe Freude über das Wort Demut. Und nicht, wir haben die Wahrheit, die eine Wahrheit. Das ist ja Missverständnis, aber das wiederholt sich anscheinend in der Menschheitsgeschichte immer wieder. Ja, ja. Wundervoll, dass du das zusammengefasst hast. Ich danke dir vielmals. Es war jetzt wunderschön nochmal, dass auch das mit deinen Worten nochmal so schön zusammengefasst hast. Wundervoll. Dann erlaub mir nochmals ganz kurz den Endspurt, denn diese Sicherheit, die wir in uns finden, aber in einer Eingebundenheit finden, mit Menschen, mit denen wir uns in einer empathischen Form begegnen, wo wir Fürsorge empfinden und wo Vertrauen wächst. Auch hier sollten wir nicht die Illusion haben, das können wir nicht mit allen Menschen und nicht in der gesamten Gemeinschaft. Aber was uns immer vereinen muss, sind ganz bestimmte fundamentale Anstandsregeln, dass ich auch dann das tolerieren kann, dem ich mich empathisch vielleicht nicht zu nähern kann. Also ich sage einfach mal, Höflichkeit ist die Mutter aller Tugenden. Denn die Höflichkeit, ein Kind zum Beispiel, lernt die Höflichkeit, nennen wir sie mal altmodisch die Sitte, lernt das Kind, bevor es den Wert versteht. Die Höflichkeit ist die Treppe, die ein Kind hinaufsteigen muss, um dann die Tugenden erfahren, verstehen und leben zu können. Deshalb ist ein Mindestmaß an Anstand und Höflichkeit das die Basic für alles an Gemeinschaft. Wenn wir das verlieren, verlieren wir ein elementares Fundament. Und das führt dann dazu, neurobiologisch, dass ein Miteinander, das von auch Empathie und Fürsorge getragen wird, ein Cocktail im Gehirn aktiviert, der hier seinen Ursprung hat. Hier ist der Hypothalamus und hier sind zwei kleine putzige Kerne, der Nucleus paraventricularis und der Nucleus supraopticus. Wer die Namen noch nie gehört hat, kann sie auch gleich wieder liegen lassen, alles gut. Aber eins sollte man sich merken, hier entsteht ein kleiner Wunderstoff, nämlich hier wird das Oxytocin gebildet, das immer dann, wenn Menschen miteinander in eine liebevolle Wechselwirkung gehen, wenn Menschen sich begegnen, wenn Menschen miteinander in Resonanz gehen, wenn Menschen einander zuhören, einander sehen, wird dieser Botenstoff aktiviert. Er stärkt soziale Interaktion. Es ist ein wichtiger Stressregulator. Vertrauen wächst, Bindung wird stabilisiert und Empathie wird davon getragen. Aber es ist noch nicht nur das. Oxytocin aktiviert nicht nur unseren inneren Fokus auf soziale Außenreize. Es belohnt uns auch für die Inkontaktnahme und das Begegnen von Menschen. Und es reguliert die Stressachsen runter, es beruhigt die Amygdala und sorgt dafür, dass insgesamt das Stresssystem runtergefahren wird. Zugleich aber
Ist Oxytocin ein wichtiger Serotonin-Agonist? Sind wir in diesem Modus in der Welt? Sind wir verankert in einer Gemeinschaft? Sind wir bei uns selbst zumindest ein Stück weit beheimatet? Und dann finden wir dort auch Heimat, wo wir uns niedergelassen haben. Dann wird auch das Serotoninsystem hochgefahren. Und das Serotonin ist ein zweites Wundermittel. Das kann ich jetzt nicht alles ausführen, aber alle glauben mir bitte, wenn ich einfach jetzt zusammenfasse und sage, Serotonin sorgt über zwei Rezeptortypen für einen Effekt der Stressregulation, der Beruhigung des Systems, der Resilienzsteigerung in der Gestalt, dass mein inneres System auf Reize weniger impulsiv, weniger aggressiv und mit mehr Gelassenheit reagiert. Zugleich entsteht etwas wie eine Lernfreude, eine Offenheit der Welt gegenüber und ein Well-Being-Factor, wie es auf Neudeutsch so schön heißt. Das ist das Cocktail einer gemeinschaftlichen Art des Miteinanderumgehens. Am Ende kann ich es nicht sein lassen und muss nochmal den alten Aaron Antonovsky zitieren, weil ich seine Konzepte wirklich liebe, der es ja wunderschön zusammengefasst hat. Resilienz ist dann, wenn das Kohärenzgefühl ausgeprägt ist. Wenn ich in dieser Welt Sinn entdecke, wenn ich in meinem eigenen Dasein eine Sinnhaftigkeit finde, in meinem Tun Sinn erkennen kann, wenn ich die Welt erfassen und verstehen kann und wenn ich diese Welt handhaben kann, dann kann ich in mir besser die Regulation aufrechterhalten und kann damit auch mein Stresssystem im Zaum halten und mich damit flexibler und eben resilienter halten. Und das können wir nicht allein. Und deshalb, neben dem Sinn, der uns ein Wozu vermittelt, dürfen wir nicht vergessen, dass wir das niemals alleine können. Und etwas, was ich einfach als sehr, aus meiner Sicht zumindest, aus meiner subjektiven Sicht, in diesem Moment als passenden Endpunkt dieses Kurzvortrages sehen würde, ist dieser große Denker, Hans-Georg Gadamer, der da sagte, ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte. Das Fundament eines jeden Miteinanders. Statt Diffamierung, statt Hetze, statt Abwertung sollten wir mit Gadamer das Mindestmaß an Anstand, Stil und Höflichkeit bewahren und niemals vergessen, dass der andere Recht haben könnte. In diesem Sinne. Sebastian, das war der etwas längere Kurzvortrag. Verzeih bitte, wenn es etwas zu lang geworden ist. Na, ach, das, ich finde, ich höre dir extrem gerne und kann das auch stundenlang. Das war jetzt sozusagen mal YouTube Live. Ich bin wirklicher Fan deines Kanals, insofern vielen Dank. Ja, und der Gadamer, der wurde 103 Jahre alt, ne? Also das exakt, ist auch eine sehr gesundheitsfördernde Art, intolerante Menschen leben nicht so lange anscheinend, als wenn überhaupt eine Korrelation. Also Damir, vielen, vielen Dank. Ich habe noch so ein, zwei kleine Fragen zum Thema Resilienz tatsächlich. Mhm. Ich fand das sehr interessant und habe mich tatsächlich gefragt, wenn es darum geht, nach dem Free Energy Principle möglichst gute Vorhersagen zu haben, damit dieser Unterschied zwischen dem wahrgenommenen Ist und dem Erzeugten soll, was ja auch eine Art von Erwartungsmanagement, was aus deiner Sicht aus Sicht des Gehirns ist dafür wichtig? Weil je besser meine Vorhersagen sind, desto besser läuft es durch. Und was braucht man sozusagen, wenn dem nicht so ist? Also dieses Lernen, sich der Welt öffnen, so einfach in so den Quintessenzen. Ich glaube tatsächlich, ich werde oft gefragt, weil ich auch Seminare zum Thema Lernen gebe oder aber auch oft Lehrerinnen und Lehrer vor mir, dann werde ich oft gefragt, was ist eigentlich für dich Bildung? Das ist auch so ein Begriff, den man natürlich jetzt, kann man jetzt natürlich ohne Ende ausholen, aber wenn ich Bildung mal ganz, 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 ganz runterbreche, auf die elementarste Ebene, dann ist Bildung für mich Folgendes.
Es ist die Fähigkeit, zunächst einmal jungen Menschen ein Instrumentarium an die Hand zu geben, das sie befähigt, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Das wäre für mich jetzt natürlich als Naturwissenschaftler die Naturwissenschaften. Die Chemie, die Physik, die Mathematik, die zunächst einmal hilft, ein Instrumentarium zu generieren, das mir gleichsam hilft, mich an der Welt zu reiben, im Sinne von mich dieser Welt auch zu stellen. Also etwas wie einen Realitätssinn zu entwickeln, auch bei aller Konstruktivität, die wir natürlich als Hirnforscher ja auch lehren. Und doch gibt es etwas, was wir als plausiblen Gegenstand, als plausible Form der Realität, als wenn man sie auch nur als gemeinsame, plausible Basis definieren möchte. Das ist der erste Zugang, den man Jugendmenschen ermöglichen sollte. Das zweite, was für mich Bildung auszeichnet, ist die Fähigkeit, genau dieses gewonnene Bild der Welt hinterfragen zu können. Die Fähigkeit, Abstand nehmen zu können. Und zwar zu den Weltmodellen, wie auch zu den Modellen meiner selbst. Das meinte ich vorhin, als ich sagte, Thomas Metzinger zitierend, als ich von der intellektuellen Redlichkeit sprach. Also jungen Menschen die Chance zu geben, die Welt zu erkunden und ihnen dafür die Instrumente zu geben. Und dazu gehört Naturwissenschaft auf der einen Seite, aber Kunst und Literatur auf der anderen, um die innere Welt zu ergründen und zu fassen. Und dann gehört aber dazu dann die Fähigkeit, genau dazu Abstand zu nehmen, sozusagen zu transzendieren, über sich selbst hinauszugehen, mich selbst hinterfragen zu können. Das ist die zweite große Fähigkeit. Das ist für mich Bildung. Und genau diese Elemente, mit denen würde ich deine Frage beantworten. Also das heißt, Instrumente, um die Welt zu fassen, den Mut, meinen Realitätssinn zu schulen und nicht die Welt immer wieder verzerren, sodass sie mir ein stabiles inneres Bild zwar schenkt, aber trotzdem mich immer wieder anecken lässt, sondern den Mut zu haben, die Welt so gut wir können, zu erblicken, wie sie sich uns darbietet. Und dann trotzdem den Mut ebenso Abstand zu nehmen von meinen eigenen Bildern der Welt und den eigenen Bildern meiner selbst. Das ist das, was wir brauchen, um in dieser Welt damit umgehen zu können. Dass es niemals hart wird unter den Füßen, sondern immer ein Stück weich bleibt und immer auch ein Stück droht, uns sozusagen nicht, vielleicht nicht zu halten, dass wir einsinken könnten. Diese Gefahr, das ist nun mal Leben. Aber wir sind Wesen, die überlebt haben, weil sie genau mit dieser Unsicherheit gelernt haben, umzugehen. Und die letzten 2 Jahre haben uns gezeigt, wie schwer es vielen Menschen fällt, mit dieser Unsicherheit umzugehen und dass wir niemals den Mut verlieren dürfen, uns dieser Welt zu stellen. Uns dieser Welt zu stellen und uns nicht irgendwelchen Ideologien an den Hals zu werfen, die, wie du es vorhin so schön gesagt hast, von außen stabilisieren, aber am Ende innerlich mich verzwergen. Jede Form von Uniformität, jede Form von aufgedrücktem Dogma, jede Form von Ideologie stabilisiert auf den ersten Blick. Aber sie macht aus uns innere Zwerge, weil sie unsere Autonomie ausbremst, unsere Freude an der Verantwortung, weil sie unser Sicherheitsgefühl wie eine Prothese nur stützt, aber uns dabei keine Freiheit erlaubend. Und das ist der Punkt, der, glaube ich, hier wichtig ist. Wir brauchen den Mut, Freiheit auch auszuhalten, Autonomie zu leben und uns dieser Realität jeden Tag aufs Neue zu stellen. Und Redlichkeit heißt nicht, dass wir perfekt sind. Intellektuelle Redlichkeit heißt nicht, dass ich jeden Tag 100% ehrlich bin zu mir selbst. Das hält kein Mensch aus. Aber dass wir uns bemühen darum, die Haltung, das hat der Kant schon formuliert, die Haltung zumindest haben, uns darum zu bemühen. Allein das ist schon ein wichtiges Fundament, glaube ich. Ja.
Also ich fand jetzt also das, was du auch gerade so nochmal am Anfang gesagt hast, für das Lernen, was junge Menschen lernen müssen, steht ja schon auch in einer gewissen Widerspruch zu dem, was in der Schule gelehrt wird, wo man sehr inhaltlich unterwegs ist. Also sicher, bitte kein Schulsystem-Bashing so, sondern wenn du sagst, auseinandersetzen, dann höre ich als Systemiker da sofort Unterschiedsbildung. Systemische Unterschiedsbildung, nach was für Kategorien kann ich unterscheiden und so weiter. Und Unterschied ist ja immer gleich Informationsgewinn. So. Und das, woran ich dann denken musste, war dieses Thema Metaebene und Meta-Meta, beziehungsweise was Bateson mit Lernen 2, Lernen 3, Lernen 4 beschrieben hat. Und ich finde, da haben wir solche Chancen und solche Möglichkeiten. Und wer sich jetzt fragt, wer war Bateson und was ist Lernen 2, 3, 4, der hat da in seiner Lieblingssuchmaschine zwei wunderbare Keywords, die man mal eingeben kann. Und ich find gut, dass du das mit der Klarheit sagst, mit der Deutlichkeit, auch sozusagen wieder in der Brücke. Ich sehe dich eher als extremen Brückenbauer, der sozusagen auch auf Grundlage der Neurobiologie die Brücke hin zum, was brauchen wir mit unserem Gehirn eigentlich für ein gutes Zusammenleben? Und da könnte man jetzt noch aufs Immunsystem schauen und sagen, naja, wir haben jetzt seit ein paar hunderttausend Jahren, je nach welcher Theorie man da folgt, hat unser Immunsystem für uns da den Job gemacht. Ne? Gut, wir haben auch damals nicht so sehr an irgendwelchen Sachen rumgespielt, an der Natur. Deswegen kann man immer sagen, na, da braucht man vielleicht dann doch irgendwie auch externe Hilfe. Aber ich glaube auch da, das Vertrauen einfach in den Menschen, in die eigene Natur, in die eigene Resilienz. Ich glaube, da haben wir in den nächsten Jahren echt nochmal ein großes Lernfeld, das Vertrauen uns wiederzuholen und zu sagen, ich vertraue da jetzt meinem System, dass das in die Selbstregulation geht und ich versuche nicht dauernd stümperhaft von außen da mit zweitbesten Lösungen irgendwie so kleine Symptomkorrekturen zu machen. Und das ist, glaube ich, auch Resilienz, wenn man das so nach deiner Sache sagt. Resilienz als das Vertrauen, dass man bisher hier ist, weil man resilient ist und das halt meistens auch ohne Hilfe überlebt hat, mehr oder weniger. Und dem würde ich sehr gern zustimmen und ergänzend würde ich nur vielleicht noch anfügen, dass bei der Entscheidung für mich, was für mich gut ist, wie ich es gerade vorhin beschrieben habe, in diesem Modell von Fristen und Kollegen, ist die Information ein wichtiges Element und Unsicherheit heißt immer auch fehlende Information. Ja. Und ich glaube, dass wir etwas lernen sollten aus den letzten 2 Jahren. Wir haben es noch nicht gelernt in meinen Augen, nämlich, dass wir als Wissenschaftler auch hier um intellektuelle Redlichkeit bemüht sein sollten, um Menschen Informationen zu übermitteln und nicht Kinder vor uns zu sehen, die wir zu belehren haben. Ja. Ich denke, wir haben mit der Autonomie, das ist gerade schön gesagt, mit der Autonomie, mit der Verwurzelung auch in meinem Sicherheitssystem und dann auch eine Verwurzelung auch in meinem Sein, auch in meiner Herkunft, auch in meiner Familie, da habe ich ja auch etwas, was mich stabilisiert, was mir Kraft gibt. Vielleicht so etwas wie ein Urvertrauen. Ich bin Medizinwissenschaftler, ich rede nicht naiv daher und sage jetzt, wir brauchen keine Impfstoffe. Ganz im Gegenteil, ich habe ja, wie du weißt, einen sehr aufwendigen Film gemacht zu der Impfung. Darum geht es mir nicht. Aber mir geht es darum, dass wir Menschen so informieren. Bei komplexen Themen ist das sehr schwierig. Ich weiß, wovon ich spreche. Aber wir sollten, das wäre zumindest meine subjektive Meinung, da werden jetzt ganz viele meiner Kollegen vehement widersprechen, wir sollten uns überlegen, was für ein Menschenbild möchten wir gerne haben. Möchten wir autonome Bürger haben, die sich ihrer eigenen Gedanken bedienen, die sich bemühen, so gut sie können, um zu einer eigenen Meinung zu kommen und aus der heraus dann selbstständig, autonom und in Verantwortung für sich und andere zu einer guten Entscheidung zu kommen?
dass das immer auch Risiken in sich birgt. Das wissen wir. Jede Freiheit birgt immer auch Risiken in sich. Aber Resilienz ist in meinen Augen nur so zu haben. Wir reden jetzt nicht von Ebola, wir reden jetzt nicht von der spanischen Grippe. Wir reden jetzt von Dimensionen, die herausfordernd sind, auch ihre Gefährlichkeit und Tücke in sich tragen. Mit keinem Wort möchte ich das in irgendeiner Form negieren. Aber wir müssen immer nach der Ausgewogenheit schauen, nach der Komplexität von Gesellschaft und auch der Komplexität von Gesundheit. Gesundheit ist mehr als Sterilität. Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Viren oder Abwesenheit von Infektionen. Gesundheit, wir haben die letzten 30 Jahre viele Konzepte entwickelt im ganzen Bereich der Psychoneuroimmunologie zum Beispiel. Die Vielschichtigkeit, ich habe es vorhin versucht, diesen Schichtenmodell darzulegen, was alles uns auszeichnet. Und um dem gerecht zu werden, ist zentrale Frage, möchten wir, dass Menschen sich entwickeln in Freiheit und Selbstverantwortung? Oder möchten wir, dass wir Menschen verzwergen, sie belehren, im Sinne, dass wir in einer Utopie uns den besseren Menschen ständig in die Zukunft projizieren? Es gibt eine gewisse gesellschaftliche Deutungselite, nenne ich sie einfach mal jetzt. Jetzt gehe ich auf gefährliches Fahrwasser, ich weiß, die eine Utopie eines besseren Menschen haben. Hier bin ich sehr skeptisch. Die Erfahrung lehrt uns, dass die meisten Utopien, wo einige glauben, das Bild des besseren Menschen zu haben, in der Regel enden solche Utopien in Lagern. Und die Frage ist, werden wir den Mut wiederfinden, Menschen mehr Eigenverantwortung zuzubilligen, Menschen fair zu informieren, so gut wir können, so gut wir können. Wir brauchen starke Medien, die den Mut haben, diese Welt zu fassen und darüber zu informieren, nicht aber dabei eine Denkanleitung mitzusenden. Wollen wir dieses Menschenbild wieder etablieren oder möchten wir eine Art Belehrungssystem, wo einige wenige glauben, zu wissen glauben, was der gute Mensch ist. Und hier würde ich als Mensch, als Bürger, als Neurowissenschaftler sehr davor warnen, die Matrize zu glauben, man besäße eine Matrize, wie der gute Mensch auszusehen hätte im Morgen. Das ist eine Utopie, die in der Regel nicht gut endet. Das finde ich ist ein gutes Schlusswort, weil ich da auch deiner Meinung bin und ich habe so großes Vertrauen in Menschen, dass ich so denke, Menschen sind so toll, die muss man in einem Rahmen einfach leben lassen und dann werden die auch entsprechend da, ne, dieses im Grunde gut. Das Buch hat mich auch sehr berührt und das finde ich auch. Also, ich danke dir ganz herzlich für deine Gedanken auf so vielen Ebenen und alles, alles Gute. Wir sehen uns ja bald wieder. Mach's gut. Alles Liebe, Samuel. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. War meine Freude. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Alles Liebe. Tschüss. Ciao.